Abend des 29. Praius. Die Nacht ist inzwischen hereingebrochen. Ihr seid nur langsam durch die Hügel gekommen und habt nur wenige Meilen gemacht, aber dennoch seid ihr am Ziel eurer Reise. Nun heißt es, das weitere Vorankommen zu planen. Wer auch immer diese Söldnerin mit ihrem Kind ist, das Pendel von Mylana zeigt auf sie. Den Druiden Vagan habt ihr bereits einmal getroffen. Krank und dahinsiechend konnte er das Voranschreiten des Hastes kurzzeitig aufhalten. Nun hat er auch Chella geholfen und sie vor der Schwelle des Todes bewahrt. Noch einen letzten Tag des Lichts habt ihr. Dann beginnt der erste Rondra. Die Tage von Sturm und Gewitter. Die Tage des ehrhaften Angriffs. Die Tage vom Rückschlag. Und so beginnen wir. So, wie geht's euch denn allen? Rafim? Was hat die Eislanze hinterlassen? Na, mir geht's eigentlich ziemlich scheiße. Vielleicht sollten wir ein wenig rasten und eure Wunden heilen. Das ist ein guter Vorschlag, ich gieß mir gleich mal einen Tee auf. Ich habe ihn so gut wie möglich aufgewärmt, aber er hat immer noch Wunden. Definitiv. Hättet ihr da noch diesen Elementar? Ihr erinnert euch? Dieser Ruhm hat er fantastisch getan, nicht wahr? Bitte sag nicht, du möchtest wieder die Maden herausholen. Doch! Achso, das war schon ekelhaft, aber es hat tatsächlich gut geholfen. Rafim, ihr traut euch das doch, oder? Ja, mach, wenn hilft. Ein ganz kleiner Käfer, ein ganz, ganz kleines Elementarchen fast. Dann würde ich einmal zur Tat schreiten und den gebundenen Elementar entfesseln. Rafim, komm doch bitte einmal her. Warte, lass mich erst mich umdrehen, damit ihr das nicht sehen müsst, sonst muss ich wieder mit dem Magen in der Brust. Oh ja, gute Idee. Ich komme mit euch hier. Ja, und was seid ihr denn so zimperlich? Euch hat das doch auch... Ja, ich muss den Tee machen. Versteht ihr? Ich verstehe. Oder sowas. Natürlich. Gut, so. Also... Aber wir? Ja. Zu sehen? Natürlich, ich schaue euch immer gern bei der Arbeit zu. Ja, dann würde ich einmal an den Ring fassen und den gebundenen Elementar rufen. Und ihm dann, wo er denn erscheint, die verbleibenden Kosten, ich habe noch 15 frei, bitte angedeihen lassen. Mächtiger Elementar. Ich würde dich untertänigst bitten, meinen Freund zu heilen. So, muss ich nochmal eine Probe würfeln. Das ist gelungen. Ja, wieder einmal starrt ihr auf den Ring von Boltax und könnt wohl erkennen, wie wieder Erde herausrieselt, wo auch immer sie herkommt. Sich ein kleines Häufchen auf der Wunde der Brust von Rafim niedergelassen hat, die ausgekühlt ist, die Frostränder hat, und dann könnt ihr sehen, wie dort wohl das große Krabbeln beginnt. Das ist ja eigentlich ganz angenehm. Ja. Das ist ein guter, ist das. Ein ganz guter. Man kann sich auch von Mar die Wundränder abfressen lassen. Das haben wir manchmal auch gemacht. Das ist ein bisschen so ähnlich. Es ist wieder das etwas widerlich, nicht wahr? Vagan schüttelt den Kopf. Du solltest die Geister nicht binden. Nun, es ist anders. In der jetzigen Situation habe ich ja nicht immer die Möglichkeit, die Ausformung der Elemente mit mir herumzutragen. Ausformung der Elemente? Geister sind Elemente. Nun ja. Sie bilden das siebte Element im Kreis. Auch da habt ihr recht. Weil das mit dem siebten Element sehr, sehr... Ja. Ihr seid sehr konservativ mit eurem Glauben. Alt, eingesessen. Habt nicht weiterentwickelt. Nun, konservativ. Ich würde sagen, das ist die Art und Weise, wie Zwerge nun mal sind. Immerhin haben wir es euch ja näher gebracht. Natürlich ist das etwas urtümlicher bei uns. Wir sind vom Schüler zum Meister geworden. Ja, das glaube ich jetzt ja nicht. Also, ich glaube nicht, dass ihr jemals die Chance hattet, mit einem Elementarherren einen Pakt zu schließen. Wir haben das sehr wohl geschafft. Mit einem Elementarherren?
Natürlich. Wir haben etwas anderes. Ja, ganz sicher. Das habt ihr. Wir haben es euch gut beigebracht. Wenn der Mond nachher hell scheint und die Wolken zurückgegangen sind, begleitet mich doch zu den Trolltischen, den Riesengräbern. Sehr gerne, sehr gerne. Schließt das uns ein, oder ist dies eine innerdruidische Angelegenheit? Innerdruidisch. Er ist kein Druid. Aber euch droht keine Gefahr. Wer mag, kann mich begleiten. Das wird sicherlich interessant. Ich denke, Isarun wird sich dafür auch interessieren. Wie lange geht das denn jetzt noch so weiter, Beutax? Die sind ja ganz fleißig. Ja, ach, das wird doch ein paar Minuten dauern. Und dann hat der gute Geist auch sein Werk vollbracht. Du merkst wohl, wie sie hier wohl auch in deiner kleinen Bauchtasche herumwühlend laufen und da wohl auch versuchen, das Ganze dann wieder zu vernähen und zu verbinden. Aber du weißt, dass die Wundränder hier ewiglich verschlossen sind. Ja, ihr macht das schon, ihr kleinen Jungs. Und Mädels, weiß ich so genau nicht. Beutax, kennst du dich mit Käfern gut genug aus? Ich nicht. Ja, es gibt solche und solche, nicht wahr? Es gibt riesige Käfer, wenn man da drauf drückt, dann... Aber das sind keine davon. Nein, ja, es gibt ganz große Viecher. Schröter, glaube ich, heißen die. Die sind riesig. Ja, und Spinnen gibt es auch, aber ich weiß nicht, ob das Käfer sind. Bestimmt. Warum sollten das keine Käfer sein? Spinnen sind keine Käfer. Ich denke auch, die Spinnen gehören zu den Vielbeinigen. Genau, sie haben diese Kauwerkzeuge, die man aber auch bei Käfern findet. Mandibeln. Mandibeln, meint ihr wohl. Genau. Aber Käfer haben doch auch viele Beine. Nun, es gibt innerhalb dieser Spezies natürlich Unterfamilien, so nennen wir es, glaube ich. Da müsst ihr aber am besten Trondwig fragen. Der kennt sich damit besser aus. Ah, Käfer sind Käfer. Würde ich auch so. Es gibt auch gelbe, es gibt auch bunte Käfer. Mhm. Sehr schöne Schillande. Ich dachte mir an Spinnen und Käfer. Sie zählen zwar zur gleichen Überspezies, aber sie bilden eine eigene Unterspezies. Gibt es denn auch so riesige Spinnen? Ja, bestimmt. Doch, natürlich. Sie sind sehr gruselig. Gefährlich in den Stollen. Da gibt es... Wenn ich jetzt so an so einen Lastenschröter denke, das müssen ja riesige Viecher sein, diese Spinnen. Ja, riesig. Derweil an der kleinen Hütte wird Cella Kiaras betrachten. Danke euch, euer Gnaden, für diese Segnung meines Kindes. Oh, dafür ist nicht zu danken. Genau dafür bin ich doch da, genau. So etwas ist, wofür ich ausgebildet wurde, nicht all das andere hier. Darf ich fragen, was ihr jetzt vorhabt? Also, wollt ihr hier auch in diesem Wald bleiben und euch verstecken, oder was habt ihr vor? Was dort draußen vorgeht. Wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen weiterziehen. Unser Ziel ist tatsächlich Romilis. Und nun, ihr werdet sehr willkommen, uns zu begleiten dorthin und mit uns in Sicherheit zu gehen. Unsere eigentliche Aufgabe war es, diese Lande zu erkunden, zu sehen, was passiert ist nach der Schlacht, um uns einen Überblick zu verschaffen und Kunde zurück nach Gare zu bringen. Ich verstehe. Wenn ihr eine Chance habt, aus diesen Landen herauszukommen, dann wäre es uns zu begleiten wohl eure beste Möglichkeit. Ist Dormilis denn sicher? Oder ist das letzte Mal, als wir da waren, war es sicher. Wir haben dafür gesorgt, dass es sicher ist. Und nun, wenn es nicht sicher sein sollte, wird unser Weg uns von dort aus weiterführen. Es gibt in der Nähe von Romilis Lager voll mit Geweihten, voll mit noch Soldaten, die dem Mittelland treu sind. Das ist gut. Wenn ich euch begleiten darf und wenn ich kräftig genug bin, um dort draußen zu bestehen, dann muss vorher meinen Mann fragen. Er darf uns natürlich selbstverständlich auch begleiten. Aber ich denke, es wäre für euch und vor allem
euer Kind das Beste, wenn... Ja, euer Gnaden, ihr seid fertig mit der Segnung, oder? Dann geht wieder ein bisschen weiter weg. Ich gucke meine Frau an. Weiß doch, wie ihr seid. Wenn ich mit anderen Frauen schlafen. Ich bin ein Geweihter der Zwölfe. Ah ja, weiß ich nicht, was sie mir gerade unterstellt. Also von Reihe, geht weg von meiner Frau. Mit euren Worten. Unterstellt euch gar nichts. Ich will einfach nur, dass ihr weiter weggeht. Ich sehe doch genau, wie gut ihr aussieht. Dankeschön. Ein gutes Kompliment. Und ja, ihr habt natürlich recht. Was hast du mit ihm geredet, Cella? Er möchte mit, dass wir nach Romilis gehen. Was hältst du davon? Aber la Papp. Wir bleiben hier. Hier ist er sicher. Oder wir gehen nach Norden, nach Weiden. Ich würde euch nicht empfehlen, gen Norden zu gehen. Vor allem nicht von hier aus. Hörst du, Garvin, was er sagt? Sollten wir ihm vertrauen? Nein. Er ist doch nur... Sie sind doch nur... Nein, das machen wir nicht. Wir sind doch nur was? Guter Mann, wovor habt ihr Angst? Wir sind nicht eure Feinde. Wir sind am Leben. Wir sind keine Dämonenanbeter, so wie der gesamte Rest hier in diesen Landen. Ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, dass ihr euch mit uns anfreunden solltet? Ich soll denn anfeinden? Ich sage nur, dass wir... Genau, das versucht ihr doch, guter Mann. Ich sag nur, dass wir versuchen nur euer Bestes. Euer Gnaden, also... Herr Geweihter. Ja. Was erzählt es mir? Warum seid ihr so feindselig gesinnt? Wovor habt ihr so viel Angst? Ich habe Angst, dass ihr sie mir wegnehmt. Warum sollten wir das tun? Schaut so ein bisschen zum Boden. Will ich antworten. Ihr seid um die Sicherheit dieser Frau und dieses Kindes, eurer Frau und eures Kindes besorgt. Das kann ich respektieren. Mehr als ihr glaubt. Und nun, es ist unsere Aufgabe, von den Zwölfen bestimmt, allen zu helfen, die Hilfe brauchen. Ihr braucht Hilfe. Ich kann niemals in Rajas gutem Glauben, in Zars gutem Glauben, in gutem Glauben aller Zwölfe euch mit einem Kind hier in diesen schwarzen Landen zurücklassen. Nicht, wenn hier überall untote Dämonen lauern. Darwin, magst du mal bitte einmal unseren Sohn halten? Mit drückt sie ihm das kleine Kind, das Baby, auf den Arm, den er noch hat, den er verblieben hat. Lächelt auch so ein bisschen milde. Siehst wohl auch, wie Garvin gerade mit den Tränen kämpft. Cella, die Söldnerin, steht auf und schaut dann rüber zu Isarun. Fräulein Maga, mögt ihr mir doch einmal bitte meinen Kettenpanzer halten? Euren Kettenpanzer halten? Ich muss einmal austreten. Sicher, soll ich euch begleiten? Ja, genau. In den Wäldern ist es finster und ich möchte nicht alleine. Verstehe. Na, dann lauft einmal voraus. Ich bin dicht hinter euch. Euch kann nichts passieren. Ja, wieder die eifersüchtigen Blicke von Garvin, die jetzt auf dir ruhen in deinem Rücken. Und wenn ihr dann in den Wald hinein, ihr seid ja sowieso schon im Wald drin, aber hinter zwei, drei Bäumen, hinter zwei, drei Büschen schaut dich dann Cella an. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Dann tut es nach bestem Wissen und Gewissen. Was liegt euch auf der Seele? Ich kann mich einfach an nichts erinnern. Das sollte euch, glaube ich, schon klar sein, aber ich weiß nicht einmal, ob ich Garvin liebe. Er sagt zwar, dass wir Mann und Frau sind und Vortravia vermählt und dass dies unser Kind ist, aber ich kann mich daran beim besten Willen nicht erinnern und ich liebe zwar meinen Sohn, aber ich habe einfach gar nichts für Garvin übrig und ich weiß nicht, ob sich das wieder ändert. Wie kann ich ihm so etwas beibringen? Nun, das ist eine schwierige Frage. Wenn ihr gar nichts über eure Vergangenheit wisst, ist das vielleicht eine Gnade des Herrn Boron, um euch für eine Weile oder für immer vor schlimmen Erinnerungen zu bewahren. Wenn ihr euer Gedächtnis wiedererlangen möchtet, solltet ihr vielleicht Gebete an den Herrn Boron richten. Aber nun, ich denke, es ist ein göttlicher Wille, dass euch das geschehen ist. Und
wie ihr jetzt mit Garvin verfahren mögt. Denkt ihr, dass er ein gutes Herz hat? Ein gutes Herz hat er sicherlich. Er hat mich und uns gerettet und dann haben wir Vagan getroffen. Er ist sicherlich ein guter Mensch und ich würde ihn ja gerne lieben, aber ich bin einfach so unentschlossen. Nun, wenn ihr mit Ihrer Gnade Karinor sprechen möchtet, dann würde er euch mit Sicherheit sagen, dass man das Gefühl der Liebe nicht erzwingen kann. Wenn ihr also nicht so für Garvin empfindet, dann ist es nichts, was ihr daran ändern könnt. Aber das würde Garvin sehr zornig machen, wenn ich dann mit Ihrer Gnade sprechen sollte. Ist er öfter zornig? Nein, eigentlich nicht. Aber nun, Vagan ist ein alter Mann und er war nie aufdringlich oder so etwas. Er hat nie Interesse an mir gezeigt. Aber das liegt jetzt seit eurer Ankunft etwas anders. Vorher habe ich ihn so noch nicht gesehen. Ich glaube, er hat einfach Angst, dass er mich verliert. Das kann durchaus sein. Vielleicht solltet ihr eure Gefühle zunächst für euch selbst behalten, euch über sie klar werden, im Gebet versuchen zu ergründen, was euer Herz, was euer Kopf möchte. Danke. In jedem Fall wollen wir euch nicht hier bleiben lassen. Der Druide Vagan fühlt sich hier zu Hause, er ist hier zu Hause, er ist Teil des Waldes. Ihr seid das nicht. Weder ihr, noch Garvin, noch euer Sohn. Wir werden daher euch dringend bitten, mit uns weiterzureisen. Ich weiß nicht wieso, aber ich scheine euch zu vertrauen. Also, so als ob ich euch schon kennen würde. Vielleicht mag euch der Herr Buron das offenbaren. Vielleicht auch nicht. Das ist Wille der Götter. Ihr solltet auf jeden Fall... In der Schlacht? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich euch da irgendwo gesehen. Durchaus. Ich denke nicht, dass wir hier versuchen sollten, etwas zu erzwingen. Wenn ihr mich fragt, ist das der Wille der Götter, dass Danke. Es so gekommen ist. Danke, gelehrte Dame. Hochgelehrte Natürlich. Dame? Ich weiß nicht. Hochgelehrte, egal. Nun, wenn ihr möchtet, spreche ich einmal mit Garvin. Ja, vielleicht. Vielleicht solltet ihr das tun. Sie nickt dann ihr zu ich das und schüttelt nochmal so ein bisschen an den wenigen Ketten, die sie dann bei sich trägt. Natürlich jetzt nicht voll gekleidet, aber so ein bisschen Kettenhemd hat sie dann wohl noch übergestriffen. Und geht dann wieder die Büsche zurück zu der kleinen Hütte. Ich gehe mit ihr mit. Auf ihm, während du dort auf dem Boden liegst und den Käfern bei der Arbeit zusiehst, du spürst, wie sie in deiner Magengrube zwicken, wie sie dich wohl wieder zusammennähen mit ihrem Speichel, kannst du wohl etwas schimmern und blitzen sehen, irgendetwas, was der Mond ist noch nicht ganz aufgegangen, aber mittlerweile haben sich wohl die Wolken nach und nach verzogen und das erste Licht, was vielleicht direkt auf die Steinhütte fällt, irgendwas, was im Inneren glänzt. Was weiß, ist eine Rüstung? Metallteile? Oh, aber mir wärst du so freundlich und würdest mal... Du siehst das doch auch, oder? Was mit... Ach, das dort? Den Schein, da vorne, seht ihr? Ja. Ich habe gerade einen Dämonenmal auf Hand, deswegen bin ich nicht so sicher, ob ich richtige Sachen sehe, wisst ihr? Deswegen frage ich. Ja, ich könnte nicht nachgucken. Werter Druide, dürfte ich einmal eure... Hütte inspizieren? Aber wenig, was sich zu verbergen lohnt. Mir scheint, dort ist etwas Ungewöhnliches. Dürfte ich hineinschauen? Ja, nickt nur noch und streicht sich durch sein Bart. Ja, dann würde ich mal zur Hütte gehen. Ja, die Augen von Rafim sind tatsächlich ziemlich gut. Du siehst es dann, gerade wenn du vor der Hütte stehst und seinen Schatten so ein bisschen dann in die Hütte wirft und dieses Glänzen dann verschwindet. Eine
blutbefleckte Rüstung, die im Inneren dort liegt. Ehemals aus weißem Metall gefertigt, aber unglaublich zerbeult. Du siehst wohl, wie sie tatsächlich vollständig dort liegt. Der Kopfbereich ist ziemlich zerdellt. Also wenn dort drin noch ein Mensch irgendwann mal gelegen hat, dann müsste der Kopf tatsächlich sehr, sehr halbiert, nicht wirklich, aber auf alle Fälle ungesund aussehen. Und sie ist mittlerweile von rostig rotem Blut verklebt. Ja, ich würde dann in die Hütte reingehen. Mit spitzen Fingern diese Rüstung ergreifen, hochheben. Möglichst so, dass ich nicht in Kontakt mit ihr komme. Und sie ins Tageslicht tragen. Das ist natürlich ziemlich schwer, eine Plattenrüstung aus weißem Metall. Ne? Müsstest du dann entweder mehrmals gehen oder nimmst du erstmal nur den Helm und die Brustplatte mit, aber ja. Kannst auf alle Fälle dann sie ins erste Mondlicht ziehen. Ich denke, dies gehört der Söldnerin. Oh, Boltax? Ja. Die Tiere? Wunderbar. Mir geht's besser. Ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? Und was passiert jetzt mit denen? Streuen sich in alle Winde. Hey, der Magier, was macht ihr mit meiner Rüstung? Eure Rüstung? Ja. Ich denke, diese Rüstung gehört jemand anders. Sie ist nicht auf eure Größe angepasst. Ja. Ja. Was wollt ihr damit sagen? Das ist nicht eure Rüstung. Passt sie nicht an. Das habe ich bereits getan. Ich will mir die Rüstung mal anschauen. Stimmt das, was Arme mir sagt? Würdest du mir auch mal angucken? Also, auf den zweiten Blick könnt ihr erkennen, dass die wohl nicht für Garvin gefertigt ist. Erkenne ich die Rüstung denn wieder? Kann ich eine Grobschmiedprobe würfeln, um welche Qualität die Rüstung hat? Ihr dürft eine Grobschmiedprobe würfeln. Rafim, was denkst du denn, woher du die Rüstung kennst? Ja, wenn das Ding auf sie zeigt... Möchte ich wissen, was hat die denn für ihn? Wie ist die denn? Hat die irgendwelche Auszeichnungen? Ist die irgendwie besonders graviert oder was weiß ich denn? Also habe ich die bei der Schlacht gesehen? Bei der Schlacht? Oder, ja. Natürlich, ja. Wer hat denn solche Rüstungen getragen? Ja, Frage an dich. Wer könnte denn so eine Rüstung getragen haben? Ja, kommt drauf an, wie gut sie gefertigt ist. Gibt ja nur einen weißen Ritter. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wow. Ich möchte mir mal die ganze Rüstung anschauen und überlegen, ob es wirklich die komplette Rüstung vom Weißen Ritter ist oder ob es nur jetzt irgendwie Teile sind, die ähnlich aussehen. Ja, du guckst dir vor allem den Helm an. Was ist denn mit demjenigen passiert, den ihr eigentlich suchen könntet? Du hast keine Ahnung, oder? Nicht die geringste. Also Abelmir, du erkennst, dass sie wohl gut gefertigt ist, aber die Metalle kennst du nicht. Also definitiv weiß. Könnte zu einem weißen Ritter gehören. Hast vielleicht schon den einen oder anderen gesehen. Herausragende Arbeit. Boltax kennt sich mit Metall nicht aus. Dies scheint mir ein hervorragendes Stück Handwerkskunst zu sein. Das ist doch die Rüstung von dem weißen Ritter da vom Turnier damals. Das könnte gut sein. Metall ist Metall. Also nicht wirklich, aber es ist geschmiedet. Das heißt, es ist nicht mehr in reichenden Harmonie. Und ach, das brauchen wir doch nicht. Sie hat einen gewissen Wert natürlich. Aha. Wir könnten sie der Mutter Simu zurückgeben. Iserun kommt gerade wieder aus dem Wald. Beschwöre fix ein Elementar. Iserun, guck mal! Das sollt ihr dir lassen. Wir haben die Rüstung vom Weißen Ritter gefunden. Sehr schön. Oder Weißen Ritterin, in dem Fall eher. Raffi. Ja. Noch ein Wort. Wenn jemand etwas vergisst. Welcher der Zwölfe wacht darüber? Boron, nehme ich an. Wieso? Nun, ich denke, dass diese ganze Sache hier mit dem Vergessen und so auf den göttlichen Willen hin geschah. Und dass wir da nicht eingreifen sollten. Vielleicht ist es aber auch aus der ganz anderen Richtung. Das könnte auch ein Schlag auf den Kopf sein. Haben wir den zerquetschten, zerbeulten Helm auch? Der Helm, der sieht ja fürchterlich aus. Ach, wir bessern den wieder aus, dann kann man den auch wieder tragen, Iserun. Das ist gar kein Problem. Ja. Ihr habt doch wohl nicht vor, dieses Schrottstück mitzunehmen. Gebraucht, kaum getragen. Das kriegt man bestimmt verkauft. Denke ich auch. Da machen wir guten Preis.
Das sollte nicht verkauft werden. Aber mir, was habt ihr schon wieder so eine seltsame Berufsidee? Wie damals mit dem Schönheitssalon? Nein. Aber dieses Werkstück sollte man nicht verkaufen. Das ist ein Meisterwerk. Ein Schönheitssalon? Ja. Reden wir nicht davon. Diese Rüstung gilt uns nicht. Wir können sie nicht einfach verkaufen. Das müsst ihr doch mir erzählen. Diebe. Bei einer anderen Gelegenheit. Wie hattet ihr ihn nochmal nennen wollen? Morinis Maniküren oder so? Ich hatte noch keinen endgültigen Namen gefunden, aber wir beraten über die Rüstung, nicht wahr? Ich beschwöre sicher, einen Kollege. Elementar, und wir geben die Rüstung einfach in Sumo zurück. Nein. Warum denn nicht? Weil sie uns nicht gehört, ganz einfach. Ja. Sie gehört dieser Frau dort. Ich zeig mal so verstohlen auf die Frau. Gut, aber was machen wir denn jetzt? Ja, wir übernachten hier und morgen reisen wir weiter. Finde ich gut. In welche Richtung wollen wir reisen? Dies steht noch zur Frage. Wir sollten hier Asta zuholen. Das sollten wir alle besprechen. Karinor! Komm mal ran! Ja, klar. Seht ihr? So einfach ist das. Karinor, wo laufen wir als nächstes hin? Romulus. Warum? Wir gehen nach Romulus. Aber was macht das denn für einen Sinn? Wir kommen doch erst aus Romulus. Ja, aber dort müssen wir hin. Wo glaubt ihr, wollen wir ansonsten hin? Weil wollen wir zurück Richtung Rabenmund? Keine gute Idee. Nach Norden? Überall diese zweiköpfigen Hunde, die uns zerfleischen werden? Keine gute Idee. In die Schwarzen Lande, was wollen wir da? Es gibt, ja, wir müssen dieses Land hier auskundschaften, wie es unsere Aufgabe war. Und dabei können wir das gesamte Land durchqueren und Richtung Romulus gehen und von dort aus wieder zurück ins Mittelland kommen. Vielleicht könnten wir das Ganze etwas abseits besprechen und etwas ruhiger. Wir wollen niemanden stören. Das ist eine gute Idee. Natürlich. Wir kommen gleich wieder. Ja, wenn wir da ein Stück von wegstehen, würde ich jetzt mal Isarun angucken. Isarun, ich so langsam bin ich jetzt verwirrt. Pendel, die Frau, richtig. Richtig. Die Frau, weißer Ritter, richtig? Richtig. Die Frau dann vermutlich Kaiserblut, richtig? Richtig. Großhetmann. Die Frau Großhetmann, richtig. Die Frau dann vermutlich Rohaya? Ja, richtig. Okay, die Frau Rohaya. Wer ist dann der Typ? Irgend so ein Deserteur. Der wird. Kann ich dem dann aufs Maul hauen? Der geht mir übelst auf die Eier. Ich werde mal mit ihm reden. Das habe ich Cella ohnehin versprochen. Wenn du ihm aufs Maul haust, ziel auf den Zinken von ihm. Das hilft ihm vielleicht sogar. Wenn der einmal gebrochen ist, vielleicht wird er dann kleiner. Ich denke auch, Schaden, du das nicht. Was ist denn mit euch kaputt, Boltax? Was denn? Was habt ihr denn gegen den Mann? Gut, er ist ein Deserteur. Eigentlich müsste ich doch was gegen ihn haben. Die Mutter Sumo will, dass er aufs Maul kriegt. Das hörst du doch. Und zwar kräftig. Wir können allerdings nicht ignorieren, dass er in der Tat etwas Gutes getan hat, indem er sie gerettet hat und sich um sie gesorgt hat. Also denke ich nicht, dass er ein böser Mensch ist. Nur ein Mensch, der Angst davor hat, was passiert, wenn er mit den Konsequenzen seiner Taten leben muss. Ich denke, man sollte es ihm auch nicht verübeln. Die Schrecken, die vor Wilhelm entfesselt wurden, könnten das Gemüt eines Normalsterblichen zerrütten. Richtig, wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um einen einfachen Soldaten, der sonst woher rekrutiert wurde, handelt. Wir können uns selber schlecht als Beispiel nehmen, denn wir wurden ohne Zweifel auf ein Podest gehoben. Schaut doch nur, wer hat den Pfeil des Lichts angeführt? Wir waren im Blick ihr alle. Wenn du ein einfacher Mann bist, zwischen Hunderten, die eine nach dem anderen sterben, ist es viel einfacher, den Glauben zu verlieren und den Mut zu verlieren. Das mag wohl sein, aber meine Brüder sind auch mutig in den Tod gestürmt.